Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Let's Play Farm Manager 2018. Eine neue Runde und zwar jetzt endlich heute wieder voll im Frühling. Aber es wird entspannter für uns, denn wir brauchen nicht mehr auf den Flüssigkeitshaushalt unserer Felder achten. Das ist jetzt einfach mal im Optimum. Da brauchen wir gar nichts machen. Hier haben wir mal einfach 25 Arbeiter oder so hingeschickt, die das Ganze mit Hand umgraben. Einfach, ja, weil wir es können. Weil wir da 28 Arbeiter rumlungern hatten, die sonst nichts zu tun haben. Es ist wichtiger, dass die hier jetzt endlich den Buchweizen aufs Feld bringen. Ganz, ganz wichtig. Was ist das denn hier für ein Fleckenkrams? Das ist aber, der arbeitet aber ungründlich dieses Jahr, ne? Alle. Okay. Hier wird gepflügt, hier wird aktuell nichts gemacht. Dann können wir hier schon anfangen zu kultivieren. So. Ja. Das dauert noch ein bisschen. Das ist noch in Arbeit. Genau, wichtig ist das hier, wenn das erledigt ist. Ich weiß gar nicht, warum wir da brauchen wir gar keinen. Ja, das ist Mist. Das ist total egal. Da kommt jetzt direkt Buchweizen rauf. Und dann kaufen wir auch gerne noch was. Dann können wir doch noch ein bisschen. Können wir es doch noch schnell. Bevor das geliefert ist, haben die das ja wohl schon umgegrubbert. Und dann entscheiden wir noch, ob wir hier noch Buchweizen mit drauf machen oder nicht. Wir werden erst die weiteren Felder da hinten vorbereiten. Na, der ist fertig. Da kommt dann, ne, dass wir die schon mal so im richtigen Zustand haben. Dann können wir immer noch entscheiden, ob wir noch Buchweizen brauchen oder nicht. Es kommt jetzt darauf an. Ach, das dauert hier doch zu lange. Aber ist besser für die Bodenqualität. Vielleicht kriegen wir da einen besseren Buchweizen. Besserer Buchweizen heißt mehr Honigertrag. Kann sein, dass es klappt, kann sein, dass es nicht klappt. So, kultivieren. Auf geht's. Hier auch gleich kultivieren. Und hier oben pflügen, ne? So, Arbeit abbrechen. Die haben jetzt genug kultiviert. Das reicht mir vom Zustand her. Wir könnten jetzt noch ein bisschen Mist ausbringen, aber wozu? Ich glaube, Buchweizen wird auch so genug produziert werden durch diese ganzen Bienen hier nebenan. Das dürfte ganz schnell gehen. Und dann wissen wir, worauf wir uns als nächstes stürzen müssen, damit wir dann konzentriert daran arbeiten, den Karrieremodus, ja, zu beenden. Es wird noch ein bisschen dauern, das ist klar, aber wir sind nah dran. Sind ja auch schon ein paar Folgen, ne? Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Folgen. Müsste ich reingucken. So, was brauchen wir? Also, ich habe das auf Abbrechen geklickt. Scheinbar das Abbrechen dauert länger, als hätten wir es zu Ende bearbeiten lassen. Das war ja wieder richtig dämlich. Also müssen wir hier oben Buchweizen aufs Feld bringen, weil das nützt ja nichts. Hier muss man Mist hin. Machen wir natürlich mit dem Mischstreuer. Das wird gearbeitet. Haben wir hier noch einen Flug über aktuell? Oh, nehmen wir den, ne? Dann haben wir nämlich alle Felder umgepflügt. Ach so, und dann ist. Doch, das geht. Schnell Buchweizen, wo ist da? Oh, Mädels, Jungs, was auch immer. Petronella, Traute, Robin und Lotta. Das ist ja auch ein schönes. Schöne Zusammenstellung hier. Wächst, ne? Wird eng. Guck mal, die brauchen nur 140 Tage. Die brauchen 143 Tage. Und die sollen erst reif sein in 250 bis jetzt 240 Tagen. Wenn das mal noch klappt vom Winter. Ich glaube nicht. Aber ist dann so. Hier können wir kultivieren. Ne, können wir nicht. Nur mit Hand. Machen wir. Haben wir immer noch vier Leute über, die gleich hier was anpflanzen. Ah ne, ist ja schon angepflanzt. Ich sag schon nichts mehr. Bodenqualität ist überschaubar. Aber sobald angepflanzt und hier Buchweizen ist, dann kriegen die hier ihren Buchweizenbonus. Und wir werden ja wohl loslegen und Honig holen. Oder legen die erst im Mai los und holen Honig oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ich guck mal eben, ob irgendwas zum Verkaufen ist, bevor uns was wegvergammelt hier. Pilze auf deinem Feld. Ja, nice. Hier, Tomaten müssen weg.
Das wird gleich verkauft alles. Alles gut. Immer noch. Einpflanzung dauert an. Okay. So, welches Feld ist denn befallen? Das hier. Unser Grasfeld wieder. Gegen Pilze. Mit Maschine natürlich. Laetitia. Ja, die, gut macht ihr das. Fruchtbarkeit. Da muss jetzt Mist drauf. Mit Mischstreuer natürlich. Guck mal, haben wir das vorbereitet. Hier auch, ne? Aber ich glaube, so viele Mischstreuer haben wir gerade nicht mehr. Doch. Dann. Dann man zu. Dann man to. Sag mal. Was machen die denn so lang? Und drei Buchweizenpflanzen hier. Petronella, was ist da los? Wo kommen die denn her? Wir brauchen den Buchweizen noch dieses Jahr. Ich kann noch nicht abschätzen, weil wir müssen im Mai müssen wir abschätzen, ob auf dieses Feld auch noch Buchweizen kommen soll oder ob wir da irgendwas anderes anpflanzen. Hier können wir schon mal grubbern. Kultivieren mit Laetitia. Oh, Laetitia, du bist ja auch irgendwie Allrounder, ne? So, hier könnten wir zum Beispiel schon mal Körnermais, also Mais wollten wir hier anpflanzen. Müssen wir eh noch ein bisschen was zukaufen. 82 Tage, sehr schön. Ja, aber jetzt dürften wir wohl wieder langsam mal die Honigproduktion hier aufnehmen, oder? Ja, jetzt ist nämlich aktiv. So, Annika, mach mal was hier mit dem Honig. Also, ne, im Mai werden wir abschätzen, ob es realistisch ist, dass wir hier 200 Buchweizen Honig kriegen oder nicht. Weil sonst hätten wir... Ach, das war ja auch blöd. Naja, gut. Nee, es war blöd. Nichts gut, das war blöd. Ach ja, hier muss noch gegrummert werden. Da natürlich dann gleich auch. Hier wird gerade kultiviert, danach muss gedüngt werden. Und hier ist perfekt vorbereitet. Sehr nice. 200 Buchweizen. Wir haben 6 Buchweizen bisher produziert. Wo sind die denn? Ja, okay, ihre zählt aber auch. Habe ich jetzt nichts im Lager, ne? Weder noch. Die sind noch nicht aktiv, die Bienen scheinbar. Das ist blöd. Was ist das? Annika Heck. Wo ist denn Annika? Annika, wozu hier? Astrid und Paula allein oder Männern? Die Annika haben wir doch schon ziemlich lange, oder nicht? Ja. Ja, sie soll ihre Lieferung kriegen. Wollen aber gar nicht wissen, was sie sich bestellt hat. So, 2,2 Millionen haben wir in der Zwischenzeit. Also es läuft. Läuft richtig gut. Eigentlich brauchen wir gar nichts mehr machen. Wir haben keinen Gruber mehr. Und seid ihr unfähig oder bringt ihr jetzt mal langsam was ran hier? Ist nix. Ich glaube, wenn sie endlich mal loslegen, dann geht's zack, zack, ne? Was? Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir es in der heutigen Folge noch schaffen. Sollen wir denn hier auch nochmal Buchweizen? Weil dann gibt es die doppelte Ladung Buchweizen. Besser ist. Den kriegen wir jetzt nämlich zack, fertig. Hier passiert ja nichts. Hier wollten wir Sonnenblumen anpflanzen eigentlich. Oder wir warten einfach jetzt, bis wir den Buchweizen haben. Nee, wir fangen schon mal mit einem Feld an. Sonnenblumen ist wohl... Ach, es geht uns nicht mehr ums Geld. Naja, zur Not machen wir noch neue Felder, ist ja auch egal. Sonnenblumen. 33 Kilo, ist ja auch nix. Wenn man überlegt, 33 Kilo... Ein so ein Sack und dann ist das ganze Feld voll mit Sonnenblumensamen.
Hier können wir mal noch ein bisschen Mist ausstreuen. Das geht aber auch mit Arbeitsmaschinen. Latetia kann das machen. Das stimmt. Hier auch. Haben wir noch jemanden? Der Lustzettel? Ja, haben wir. So, perfektes Feld. Noch nicht gut. Da ist ja Petronella noch am Start. Hier geht's weiter mit Kultivieren. Da wird gekrubbert mit Petronilla. Ziegefoss. Irgendwas. Fossa. Was auch immer dahinter noch steht. Keine Ahnung. Es passiert hier immer noch nichts. Was ist denn mit denen los? So. Aber wir sind in der mittleren Spielgeschwindigkeit, ne? Nee, das haben wir doch schon. Wir müssen jetzt hier anpflanzen. Buchweizen mit Maschine. So. Und hier kommen Sonnenblumen mit Maschine. Und dann warten wir ab. Mehr brauchen wir nicht. Zur Not lassen wir halt ein paar Felder brach dieses Jahr. Das macht ja nichts. Das wäre blöd, ne? Das wäre echt blöd. Warum wäre das blöd? Darum. Weil die am Ende, also ne, wir können die Felder in dem Zustand ja nicht im nächsten Jahr wieder nutzen, sondern wir müssen sie wieder komplett vorbereiten. Guck mal, der ist ja auch. Wir haben hier wahnsinnig viele eigentlich. Aber der Buchweizen scheint noch nicht weit genug geblüht zu sein. Also so sieht's aus. Weiß nicht. Irgendwie stellen die sich hier ein bisschen an. Vielleicht hätten wir den, weiß ich nicht, hätten wir den besser bearbeiten müssen. Fruchtbarkeitsmäßig. Pilze, Insekten, Unkraut, da können wir aber nichts machen. Gibt keinen Flüssigdünger hier, der noch Fruchtbarkeit nachträglich reinbringt. Das ist, der Zoo ist abgefahren. Wenn es daran scheitert, dann sind wir natürlich auch wieder mehr als selber schuld, ne? Weil ich sehe hier nichts. Das ist kaputt. Ah. Käfer. Nee. Hier. Insekten. Geht nicht. Ja, mach das doch alle per Hand, ist mir egal. Das Feld ist auch nicht vorbereitet, das ist nice. Das muss hier mal geerntet werden. Aber der erste Grasschnitt ist auch bald fertig. So, wie lange dauert das denn, bis wir jetzt hier mal anfangen? Buchweizenhonig. Im Mai erst oder wann gibt es Buchweizenhonig? Mal guck mal, hier ist der erste Schnitt tatsächlich schon fertig, da drüben auch. Dann schicken wir Eduard mal los. Und hier auch. Ach, wir haben nur ein mehr. Ja, es lohnt auch nicht und kaufen sich einen zweiten, ne, für das bisschen. Das ist ja albern. Gut, hier noch nicht, hier fehlt noch Mist. So, Mist aber auch. So, Latetia. Hier fehlt auch noch Mist. Petronilla. Die beiden Mädels hier, die reißen ordentlich was runter. Und es tut sich immer noch nichts in den Balken. Ich glaube, wir kriegen keinen mehr. Was ist denn los? 64 Tage wächst. Mach sie nochmal neu wieder rein, ich weiß nicht. Wertvolle Honigblüte. Ja, also es gibt hier wertvolle Honigblüte, aber irgendwie leben die Bienen alle scheinbar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Guck mal, die laufen schon zu, aber ist noch nichts angekommen im Lager. Da ist doch irgendwas kaputt. Aber warum? Dauert das noch? Passiert da noch was? Weil wenn da nichts passiert, Leute, dann weiß ich auch nicht, was das schon wieder soll. Da würde ich einfach mal speichern und nochmal neu laden, weil so wird das nichts. Ich habe keine Ahnung, warum die hier kein Buchweizenhonig, wieso kein Honig mehr produzieren. Ach, schon wieder Pilze. Pilze bei den Himbeeren. Dann machen wir was gegen Himbeerenpilze. So, hier nochmal Schwatt machen.
Oh, ah, es passiert was. Jetzt geht's ab. Und jetzt werden wir das Level auch schaffen, liebe Leute. Das schaffen wir dann morgen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß macht, freue ich mich, wenn ihr ein Like da lässt und morgen wieder reinschaltet. Bis dann. Danke ich euch. Und tschüss.